Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu meinem Video zu Forza Motorsport 6. Was ihr hier natürlich seht, ist nicht Forza Motorsport 6, sondern Forza Motorsport für die Xbox 1, also für die ganz erste Xbox, das erste Forza Motorsport, was vor 10 Jahren erschienen ist. Und da Forza 6 ja so ganz groß mit dem 10-jährigen Jubiläum der Serie wirbt, habe ich mir gedacht, schmeiße ich mal meine alte Xbox an und gucke mir an, wie denn Forza 1 denn so gealtert ist. Und ich kann euch sagen, und ihr seht das jetzt auch in diesen Bildern, Forza Motorsport 1 ist ein wirklich gutes Spiel geblieben. Sieht immer noch gut aus, fährt sich super schick. Und was mir damals bei den Spielen der Forza-Reihe und jetzt vor allem auch beim ersten Forza so gefallen hat, das war einfach dieser Spagat zwischen beinharter Simulation und einem schönen arkadigen Rennfeeling. Und das mag ich an der Forza-Reihe so gerne. Man hat natürlich zigtausende Fahrhilfen, die hatte man am Anfang auch schon beim ersten Teil. Aber man konnte sich alles so anpassen, wie man es haben wollte. Und ich habe es mir halt stets immer so angepasst, dass es für mich immer noch eine Simulation blieb, aber dass ich halt immer noch einen gewissen Arcade-Touch beibehalten habe. Und so macht mir das halt am meisten Spaß. So brachiale, beinharte Simulationen machen mir persönlich eher am wenigsten Spaß. Ja, und hier nochmal schön in einem S-Klasse-Flitzer. Und hier werdet ihr gleich sehen, dass es damals noch gar keine Rückspulfunktion gab. Ich brette hier nämlich gerade raus, mache einen Fehler, drehe mich im Kreis und verliere so wertvolle Platzierungen. Damals zählte das Können, da gab es noch keine Rückspulfunktion. Ja, das war also Forza Motorsport 1 für die Xbox. Und gleich seht ihr den Start von Forza Motorsport 6. Das sieht nämlich so aus. 10 Jahre später setzt das Spiel euch in einen niegelnagelneuen Ford Sportwagen hinter das Cockpit. Diese Ansicht gab es damals im ersten Teil noch nicht. Und ihr könnt ja mit zig anderen Kontrahenten erstmal eine Strecke fahren, bevor das eigentliche Spiel losgeht. Hier sieht das Spiel, wie ihr fahrt, was ihr alles könnt und schlägt euch dann nach diesem Rennen, das übrigens unglaublich schick aussieht, ja, euren Schwierigkeitsgrad vor, den ihr nachher natürlich anpassen könnt. Das 3-Watt-Haarsystem ist übrigens mit von der Partie bei Forza 6. Das gab es bei Forza 5 ja auch schon. Ein mega, mega geiles System, wie ich finde, weil es da auch den KI-Mitspielern einen menschlichen Touch verleiht. Super gut gemacht. Ja, und nachdem ihr das Rennen gemeistert habt, kommt ihr hier zu den Fahrhilfen. Hier könnt ihr euch halt alles so einstellen, wie ihr es haben wollt. Es gibt voreingestellte Schwierigkeitsgrade mit voreingestellten Fahrhilfen, aber die könnt ihr natürlich alle individuell anpassen, was ich auch gemacht habe. Und so habe ich mir in Forza 6 dann auch meine Simulation beibehalten mit einem schönen arkadigen Touch, weil ich auch eher der Arcade-Racer bin und ziemlich rüpelhaft fahre, wie ihr nachher noch sehen werdet. Ihre Karriere erstreckt sich über 5 verschiedene Staffeln, wobei in jeder eine andere Leidenschaft im Vordergrund steht. Ob Hatchback und Sportwagen-Oldtimer oder Tourenwagen und Formelrennwagen, Sie werden die besten Autos der Welt fahren und sammeln. Aber zunächst werde ich Sie durch eine schnelle Qualifikationsserie aus 3 Rennen führen. Ja, jetzt habt ihr ein paar Töne zur Karriere gehört in Forza 6. Die Karriere ist der Wahnsinn und mit so der Grund, wieso auch Singleplayer sich das Spiel definitiv näher angucken sollten. Hier seht ihr nun Bilder aus der ersten Karrierenstaffel. Und ja, hier gibt es auch die vorhin genannte Rückspulfunktion. Die könnt ihr natürlich auch abstellen. Ich persönlich finde sie ganz gut, da man so grobe Fehler kaschieren kann und das alles nochmal neu versuchen kann. Ja, hier haben wir schon die erste Neuerung, nämlich ein Nachtrennen. Es gibt ja in Forza 6 neuerdings Nachtrennen, die sind atmosphärisch mega gut gemacht. Was ihr gleich im zweiten Rennen, das ich euch zeige, nochmal weitaus deutlicher sehen werdet, denn das ist noch gut beleuchtet. Hier seht ihr jetzt aber, dass es auch Nachtrennen gibt, wo ihr so gut wie nichts seht, außer das Scheinwerferlicht eures Wagens und ihr so auf ja, Gegner, Streckenabgrenzungen und so weiter achten müsst. Und das hier, liebe Leute, ist die zweite Neuerung und das geilste Feature in Forza Motorsport 6, nämlich die Regenrennen. Die sind mit die geilsten, die ich jemals in einem Rennspiel zu spielen bekam. Aquaplaning, Pfützen, Gegner-KI, hier trifft alles aufeinander und sorgt dafür, dass das die intensivsten Renntypen im gesamten Spiel sind. Ich habe noch nie, und da wiederhole ich mich, ich habe noch nie in einem anderen Rennspiel so geile Regenrennen gespielt wie in Forza Motorsport 6. Ihr seht hier auch die Details der Regen. Ihr müsst echt aufpassen, wo die Pfützen sind, weil jede Pfütze euren
euer Auto halt auf jede Pfütze anders reagiert. So, das wollte ich sagen. Die Entwickler sind tatsächlich zu den Rennstrecken hingefahren, zu den echten Rennstrecken, haben sich angeschaut, wo bilden sich denn überhaupt Pfützen, und haben die Pfützen so dann auch direkt ins Spiel integriert. Und das merkt man, mit wie viel Liebe zum Detail hier gearbeitet wurde. Hier seht ihr jetzt noch ein Regenrennen, weil es einmal so schön war. Und achtet mal, wie gesagt, auf die ganzen Details, von der Streckengrafik bis über die Effekte und das Gameplay. Die Regenrennen sind einfach das Beste in Forza Motorsport 6. Und ja, ihr seht, auch grafisch ist das Ganze eine Granate. Läuft in 1080p, 60 FPS, ist natürlich optisch ein richtiger Leckerbissen. Obwohl ich sagen muss, dass Drive Club mir hier noch von den Details etwas besser gefällt, ist Forza Motorsport 6 aber trotzdem ein traumhaft schönes Spiel. Und das hier sind die Schaurennen. Die Schaurennen lockern das Gameplay, die Karriere nochmal gehörig auf. Ihr könnt hier nämlich diverse Aufgaben erfüllen. Hier bin ich jetzt hinterm Steuer eines Indycars und heize mit 380 Sachen durch den Kurs in Indianapolis. Und das lockert halt das sonst recht lineare Geschehen in der Karriere, wo ihr einfach nur fahrt, um Erster zu werden, nochmal gehörig auf. Und hier ist noch so ein Schaurennen, was ich euch zeigen wollte. Hier fahre ich Slalom und gucke, dass ich diese Tore alle passiere. Was auch, wie gesagt, das Spielgeschehen auflockert und dafür sorgt, dass die Schaurennen eine wirklich willkommene Abwechslung zu dem normalen Forza Motorsport Karrierealltag sind. Macht ganz, ganz viel Spaß, vor allem weil hier auch wieder mal Können gefragt ist. Ja, und hier nochmal schön mit einem Lamborghini rumfahren. Ihr seht, grafisch, spielerisch, alles traumhaft. Forza Motorsport 6 ist spielerisch definitiv sehr, sehr ähnlich wie Forza Motorsport 5 und 4, hat aber bei weitem weitaus mehr Strecken und weitaus mehr Autos. Über 450 Wagen findet ihr hier im Spiel und über 30 Strecken, die allesamt entweder komplett neu sind oder halt auch aus diversen anderen Forza Motorsport Teilen, wie zum Beispiel Forza Motorsport 3, 4 und 5 stammen. Und so ergibt sich halt ein sehr, sehr schöner Mix, der sowohl technisch als auch optisch und akustisch und spielerisch komplett überzeugt und eigentlich so gut wie keinen Raum für Kritik lässt. Hier, das zum Beispiel ist eine Strecke in Prag. Das ist ein Kurs, der direkt aus Forza Motorsport 5 stammt, aber hier mit der verbesserten Grafik, mit der verbesserten Gegner-KI und einfach mit der verbesserten Spielbarkeit nochmal deutlich mehr Spaß macht als schon im sowieso guten Vorgänger, der aber leider an einer etwas kleinen Wagenanzahl und Streckenanzahl krankte. Ja, hier seht ihr jetzt ein bisschen was zum Mehrspielermodus. Es gibt ganz viele Mehrspielermodi, die euch unterschiedliche Herangehensweisen erlauben und natürlich auch für Abwechslung sorgen. Aber was mir halt beim Mehrspielermodus, obwohl er stabil und konstant läuft, nicht unbedingt gefallen hat, das ist die Tatsache, dass ihr recht viel warten müsst. Wenn ihr also mehr Spieler spielen wollt, aber nicht sofort das Glück habt, in eine Partie reinzukommen, müsst ihr minutenlang sitzen und abwarten, bis das derzeitige Rennen vorbei ist, was dann so aussieht und ein bisschen nerven kann, weil das schon sehr, sehr oft vorkommt. Aber wenn ihr einmal drin seid, macht Forza Motorsport 6 auch online mächtig Laune. Ja, das war's im Endeffekt schon. Das sind meine Eindrücke zu Forza Motorsport 6. Die einzige wirkliche Kritik, die ich an dem Spiel habe, ist die Warterei im Mehrspielerpart. Ansonsten ist das Spiel ohne Fehl und Tadel, läuft in Full HD und mit unglaublich konstanten 60 Frames per Second. Sieht gut aus, die Regenrennen sind ein Traum, die Nachtrennen sind auch eine super schöne Ergänzung. Worauf ich noch nicht eingegangen bin, sind die Mods. Die Mods sind kleine Attribute, die ihr euch kaufen könnt, um euren Wagen damit auszustatten. So habt ihr dann zum Beispiel etwas mehr Bodenhaftung oder aber etwas weniger Gewicht auf eurem Fahrzeug. Oder ihr habt einen Mod, der euch erlaubt, nur mit der Cockpit-Kamera zu fahren. Und wenn ihr das macht, verspricht euch das wieder mehr Credits, mit denen ihr euch dann wiederum mehr Autos kaufen könnt. Also ihr seht, alles in allem ist Forza Motorsport 6 ein wirklich tolles Spiel geworden, was euch mehr bietet als die Vorgänger, obwohl das, was die Vorgänger schon geboten haben, alles nochmal hier drin ist. Also das komplett Paket für alle Rennspiel-Fans und Xbox One-Besitzer. Und ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen und würde mich freuen, wenn ihr eure Eindrücke zu dem Spiel mir in die Kommentare schreibt, damit wir uns da ein bisschen drüber unterhalten können. Und weil es so schön ist und das erste Forza schon 10 Jahre zurückliegt, habe ich euch mal als Bonus hier zum Ende des Videos einen Vergleich dargestellt, geboten, gebastelt, wo ihr nochmal das erste Forza Motorsport im Vergleich zu Forza Motorsport 6, dem neuesten, sehen könnt. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch
und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios, bis zum nächsten Mal.